Modellbahnfreunde. So schnell geht's. Ein kleiner Spurt um den Messestand von Viessmann und schon sitzen wir bei Kibri. Ja. Hallo, liebe Kibri-Fans. Wir sind jetzt hier in der Kibri-Ecke und wir haben uns direkt positioniert vor einem unserer Highlights für die Messe 2017. Es gibt bei Kibri eine riesen Fangemeinde für die Krane. Und wir haben hier für Breuer und Wasel einen neuen LG 1550 rausgebracht, der normalerweise die Aufgabe hat, zum Beispiel Windräder zu montieren. Letztes Jahr haben wir bereits den Aufbaukran für den LG 1550 rausgebracht. Und jetzt wird der LG 1550 von einem Begleittransporter und auch von einem Radlader-Stapler begleitet. Das ist eine Set. Wir erweitern damit die Familie unserer Breuer- und Wasel-Fahrzeuge, Produkte. Also so wie im richtigen Leben, zum Kran gehören natürlich auch Begleitfahrzeuge. Ja. Und dann natürlich, wenn wir die Windräder aufstellen, gibt es noch einen Ohrenstein- und Koppelgeländestapler, der also mal richtig bei Matsch und Pampe unterwegs sein kann, auch auf der Anlage. Ja, wir haben ja zum einen das Begleitfahrzeug, den Sattelzug, und wenn Waren von dem Sattelzug abgeladen werden müssen oder aufgeladen müssen, was beim Bau eines Windrads immer anfällt, dann ist halt eben der Geländestapler dafür sehr gut geeignet. Dann habe ich natürlich hier noch, sehe ich ja hinter uns, eine Neuheit, eine wunderbare Halle. Irgendwie kommt die mir bekannt vor. Ja, Herr Buttig, das ist richtig. Und zwar hat die Halle eine Geschichte. Wir haben nach dem Kauf von Kibri und auch Vollmer 2014 Platzprobleme gehabt an unserem Standort in Reddichhausen. Und wir waren gezwungen, eine neue Lager- bzw. Logistikhalle zu bauen. Und wir haben uns dann gedacht, wenn wir die Halle im Original bauen, als Modellbauer, bauen wir sie doch dann im Modell auch nach. Und entstanden ist dann eine Lager- und Industriehalle im Maßstab 1:87. Sie sehen sie im Hintergrund. Und zwar modulartig aufgebaut. Das heißt, Sie können sie in der Länge als auch in der Breite erweitern. Dazu werden wir dann im kommenden Jahr sogenannte Ergänzungssets anbieten. Das ist eine moderne Halle, Epoche 5, kann aber natürlich auch gealtert, gesupert werden und dann auch in der Epoche 4 verbaut werden. Also kann man jetzt Viessmann zu Hause auf der Anlage haben. Finde ich mal eine ganz clevere Idee. Möchte aber jetzt noch mal zum Abschluss zumindest in der Richtung eine ganz ketzerische Frage stellen. Wir haben ja das Lutherjahr. Habt ihr da auch irgendwas Besonderes im Programm? Ja, Herr Buttig, Sie haben mich erwischt. Das ist ja unglaublich. Wir haben das natürlich nicht versäumt und haben für das Lutherjahr passend Martin Luther als bewegte Figur, der die 95 Thesen an die Wand nagelt, beziehungsweise an die Tür nagelt, und eine Lutherstatue, die im Original in Weimar steht. Also der Luther nagelt bei euch richtig die Thesen an die Tür. Schauen Sie sich das an. Machen wir. Ja, lieber Matthias Viessmann, vielen Dank für diese kurzen, knackigen Sachen in der Neuheitenvorstellung. Aber ich kann Sie nicht entlassen, ohne noch ein paar Fragen von Zuschauern loszuwerden. Das ist neu. Liebe MSL-TV-Seher, wir haben Ihre Fragen natürlich ganz sorgfältig aufgenommen und ich möchte sie einfach mal loswerden. Sehr gerne. Sehr gerne. Da schreibt ein Herr Große aus Halle, sind längere Innenbeleuchtungsplatinen für maßstäbliche Wagen geplant? Die Standardausführungen wären zu kurz. Ja, es gibt in der Tat sehr lange Reisezugwagen. Dafür ist eine längere Waggoninnenbeleuchtung angebracht. Diese haben wir momentan nicht im Programm, ist augenblicklich nicht vorgesehen. Also kurz und knackig, momentan nicht. Ja. Dann beschäftigt sich eine Frage zum Auslieferungsstart nicht verfügbarer Artikel der Neuheiten 2016 und 2015. Leider haben wir hier keinen Namen, also ich gebe aber zumindest mal die Frage so weiter. Das interessiert in der Tat sehr viele Kunden von uns. Wir sind mit einigen Artikeln im Verzug. Unser Hauptziel für 2017 ist es allerdings, diese Artikel schleunigst auf den Markt zu bringen. Und wir arbeiten mit Hochdruck daran. Also, auch wäre die Frage beantwortet. Ein Herr Gebert aus Stuttgart hat das sehr allgemein gehalten. Wann gibt es mal wirkliche Neuheiten in Spur N? Ich weiß nicht, was er damit meint, aber vielleicht können Sie was damit anfangen. Unsere Spur N-Gemeinde wurde von der gesamten Branche in den vergangenen Jahren etwas vernachlässigt. Das ist richtig. Wir bringen vereinzelt Neuheiten raus und werden unseren Fokus im Jahr 2018 dann wieder verstärkt, auch mit dem 3D-Druck, mit Hybridmodellen aus Steinkunst. Warum nicht auch mal ein Steinkunsthaus in Spur N? Verstärken und dann in 2018 mit neuen Spur-N-Neuheiten aufwarten.
Kurze, knackige Antwort. Herr Gebert aus Stuttgart, also ein bisschen Geduld noch. Ein Thomas Becker aus Bremen fragt, wann wird es in Spur 0, Formvorsignale passend zu 9500-01 geben? Ja, wir haben jetzt die Formsignale ausgeliefert. Wir warten momentan die Verkaufsstückzahlen ab. Es muss sich halt eben auch rechnen wirtschaftlich. Und sobald wir wissen, ob das ein Erfolg wird, die Verkaufszahlen sehen momentan ganz gut aus, werden wir dann die nächsten Signale in Angriff nehmen in Spur 0. Also auch hier bewegt sich was. Ein Jürgen Sass aus Omitz wollte uns was fragen, hat aber leider keine Frage hinterlassen. Ich wollte es nur mal erwähnen, er ist also auch aufgenommen worden. Ein Jörg Thalmann aus Heiningen fragt, wird es Ihre KS-Signale auch als Gegengleissignale geben? Lieber Herr Thalmann, wir haben gegoogelt, wir kennen keine Gegengleissignale, oder? Auf die Frage haben wir in der Tat so noch keine Antwort. Wenn Sie die Frage vielleicht noch mal neu stellen, werden wir sie beantworten können. Also Herr Thalmann, Sie sind gefordert. Ein Herr Kitzberger aus Wien fragt, könnte man von den Formvorsignalen eine ÖBB-Version machen, ohne die Signallampen? Das ist momentan nicht vorgesehen. Ja, aber das heißt nicht, dass es ausgeschlossen ist, sondern wir haben einfach momentan andere Projekte wie den Busbahnhof Halle, der noch zur Auslieferung steht, den Unimog mit Niederbordwagen. Und wenn diese Projekte abgearbeitet sind, kann man sich wieder mit solchen Produkten beschäftigen. Ja. Also lieber Herr Kitzberger, im Hinterkopf vom Matthias Fissmann ist es festgenagelt. Genau. Dann kommt die nächste Frage von einem Philipp Möller aus München. Sind KS-Signalmodule für die Signalbrücken vielleicht machbar? KS-Signale für die Signalbrücken sind Thema, auf jeden Fall. Das ist von mehreren Kunden schon gewünscht worden. Wir prüfen das derzeit und es ist da durchaus damit zu rechnen, dass wir in 2018 und 2019 wieder eine neue Überraschung für Sie haben, Herr Buttig. Also, dann hätten wir diese Fragen alle abgearbeitet. Vielen Dank, lieber Matthias Fissmann, dass Sie so zu früher Stunde für uns zur Verfügung gestanden haben. Ich wünsche Ihnen für den Rest der Woche und der Messe natürlich alles Gute. Alles Gute auch an die Zuschauer von MSL TV.